heißt ja? Nice. Okay, also. Oh, geht schon los hier. Okay, scary. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal den Chat auf, falls ihr irgendwie mit uns kommunizieren wollt. Ja. Sehen wir jetzt auch mal den Chat. Und es geht los. Guck mal hier, wir haben jetzt auch genauso viele Viewer, wie wir Commentary-Leute haben. Genau, ist doch perfekt. Dann doch. Genau. Und wir sehen jetzt hier Tyrion gegen Skurdy. Das ist auf jeden Fall. Aber er hat den falschen Tag. Mist-Tag. Nein, den hat er immer. Echt? Ja. Hast du das nicht bemerkt? Nee, dann spielt er mit Blistling. Ja, also manchmal spielt er mit D, manchmal kommt der Skurdy Dwarf. Okay, wir reden jetzt auch schon ein bisschen zu viel, ja, weil er hat... Was geht, Digga? Wie ist denn der erste Stock schon weggegangen? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das, glaube ich, gerade Legendary Brawl Math von Skeddy. Ja, Skeddy ist auf jeden Fall der Digga, der zieht durch, ne? Ich glaube, der hat nicht ein Game verloren. Kann das sein? Ich glaube, er hat nicht ein Game verloren. Ich glaube, der hat bisher alles mit 2-0 gewonnen, ja. Schon heftig. Oder 3. Das war smart, weil der hätte auf jeden Fall böse was aufs Schild bekommen, wäre wahrscheinlich gepokt worden, aber no. Der einfach direkt aggressiv und krass. Also du hast eben gesehen, gegen... Ich dachte, okay. Das wäre die Abi gewesen. Ich dachte auch, dass er Abi macht. Ja, man hat gesehen, Tyrion gegen Bysel. Da hat Tyrion mit seinem Byleth ziemlich viel Chaos angerichtet, sehr gut gespielt, 3-1 gewonnen, kein Game gedroppt, auch mit Byleth. 3-1 gewonnen, Digga, krass. Ja, dann ist das jetzt hier quasi die Sache für Skettys Bruder. Ja, genau. Skettys spielt jetzt gerade. Bysel ist sein Bruder. Das heißt, das ist jetzt hier Sache für die Familie und das sieht bisher ganz gut aus. Auf jeden Fall für Skettys. Ja, weißt du, was insane ist? Wenn Skettys das hier gewinnt, dann ist er im Winners Finals gegen Niceface. Weißt du, was auch richtig crazy ist? Wenn er verliert, muss er die SDN. Oh, okay. SDN chillt gerade im Loser. Niceface verloren heute. 3-2 war ein ziemlich krasses Ding. Das heißt, so oder so, auf jeden Fall wird's krass. Ich würde fast sagen, sogar der Losers Run noch mal eine Nummer härter. Das heißt, das ist schon echt ein entscheidendes Game jetzt hier, ne? Boah, das macht er schon heftig gut, wenn er irgendwie immer diese Backers aus dem Nichts. Wieder even, ne? Ja, auf jeden Fall. Mein Gott. Okay, scary. Jetzt in neutral. Und mit dem Tipper kannst du... Oh, sein! Das ist es sogar. Ey, krank. Ein Tipper. Jörgner. Was? Jörgner. Zeit, ey. Leute, das ist crazy. Du bist dran. Ja, es ist witzig, weil Niceface hat gegen Skeddy in Pools verloren und ist damit auch Zweiter in Pools geworden. Und dann hat er SDN besiegt, weil er erste Runde direkt gegen SDN musste. Skeddy hat gegen Niceface gewonnen schon? Ja, 2-0. Wow. Auch mit mit Marv. Das heißt, wenn er jetzt gewinnt, ne, dann ist er auf jeden Fall Anwärter für den Thron. Also, ja, danach ist er im Winners Final, im Winners Final gegen Niceface, gegen den er schon gewonnen hat. Ja, das also ist die Revanche. Krass. Und das wäre schon ein bisschen insane. Aber Skeddy, wir schauen jetzt hier mal, was Tyrion noch rausholt, weil das war gerade schon echt easy. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ging ja total schnell auf einmal und er hat sehr gut wieder das Ganze zurückgebracht. Ich finde es auch schön, dass man Schwertkämpfer Dito sieht, so ein bisschen. Mhm. Einfach weil ich mag solche Matchups. Es macht Spaß, so eine Matchups anzuschauen. Allgemein auch, dass wir hier mal wieder einen richtig guten Marv sehen. Ja, ja, also ich meine, wann hat man das letzte Mal gesehen? Ja, wer spielt denn heutzutage noch Marv? Nur im Kaleo, glaube ich. Ganz sehr schlau, ne? Ja. Aber Skeddy's Marv ist irgendwie special. Also, guck mal, hier auch wieder. Oh, und da ist schon wieder der Tipper. Der Tipper, Side B, ey, das ist so krass, ne? Fuck. Er tippert allgemein einfach so heftig. Tyrion jetzt hier im Rückstand. Okay, mal gucken, was macht Skeddy. Schöne Side B. Ja, ein bisschen Damage. Er lässt ihn da gar nicht rauf, wollte ich gerade sagen. Und dann auf einmal Whiff. Ja, aber jetzt wieder Whiff. Oh ja, wollte wieder den Hammer droppen. Oh. Okay, da wollte er ein bisschen stylen. Mhm. Das würde ihn zum Verhängnis hier. Down tilt, up air. Skeddy muss ein bisschen aufpassen. Nicht übermütig werden, ne? Ja. Ist nicht so leicht manchmal. Also, man weiß halt nicht genau, was übermütig ist und was nicht manchmal, ne? Reinig, ne? Was ist das? Up B, back air oder sowas? Oder ist das die Side B sogar? Ja, du meinst up B into down air oder back air, genau. Ja, genau. Das macht ja auch so Prozent, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, es macht so 40 Damage. Das sind zwei Attacken. Das ist schon echt krass. Oh, hier, das ist gefährlich. Oh ja. Also. Oh, und jetzt, guck mal hier. Oh. Ja, falsch die Eid nämlich. Oh, aber er lebt noch. Oh, ich das weiß gar war. Nicht, ob das falsch die Eid war. Ich glaube schon, er hätte das anders die Eid gemacht. Ja, oh, aber direkt. Ja. Mhm. Da würde er gepunished. Darf er nicht machen. Darf er nicht machen einfach. Gerade nicht gegen beides.
Oh, oh, schön. Aber kein Tipper heißt kein Kill. Das kann man so eigentlich auch klar sagen. Auch und der Tipper von der Side B von Byleth ist auch ziemlich strong. Es hat hier gerade fast 20% gemacht. Oh, aber schön. Okay. Und jetzt hier wieder Even Game, ja, kann man fast sagen. Was passiert? Wer macht den nächsten Combo Starter? Ja, kann er den Punishment Left Smash? Ja, nein. Gehen wir das Side B. Schön. Da wollte er direkt grab. Okay. Ja, schön. Combo Starter. Oh! Oh! Er wollte direkt Tipper oben. Er wollte oben Tipper machen. Aber er hätte noch zu wenig Prozent, als dass er da abgebounced ist, weißt du? Mhm. Er spielt echt den Brawl Mask einfach. Oh, was? Jetzt geht aber, dreht er nochmal richtig auf hier. Was? Mhm. Oh, Side Tilt, kein Tipper. Oh, aber schöne Rolle. Wahrscheinlich. Und gut jetzt gemacht. Haben wir einen Rollentausch hier. Oh. Da hat er ihn gereadet, aber wollte zu sehr stylen, aber jetzt hier wieder. Killian wollte den Deckel zumachen. Oh, verliert was? Stage Control, gewinnt sie sofort wieder. Oh. Okay. Backthrow. Ja. Auf Stage. Geht er auf Stage. Er geht sehr low. Aber nicht low genug und das ist die Abwehr. Oh, ich dachte locker, die trifft. Alter. Oh! Was für ein guter Parry. Was für ein guter Parry. Oh, da hat er gewifft, Digga. Da hätte er einfach. Er hätte für diese Decke unten gehen sollen. Er hätte einfach noch ein bisschen weiter droppen müssen. Oh, aber auch scary, ne? Weiß man halt nicht so. Mm. Boah, 1-1, Digga. Uiuiui. Krankes Game. Heftig zurückgekommen nochmal hier von Therion. Eigentlich scary mit einem stabilen Lead hier im letzten Stock. Ja, was soll man sagen, ne? Was soll man sagen? Was soll man das sehen? Oh man, oh man. Also, wer das hier gerade verpasst, ist auf jeden Fall schade, wenn man das hier verpasst. Wir haben leider nicht so viele Viewer, wie wir hätten haben können. Wir haben heute leider auch kein Overlay, aber wir sehen hier gerade das Winners Final. Semi. Winners Semifinal? Mhm. Ah, okay, stimmt. Winners Semifinal. Und für den Gewinner geht's dann gegen Niceface weiter. Für den Verlierer geht's weiter gegen SDN. Also beides Kandidaten. Die man nicht unbedingt als Gegner haben will. Außer man will gefordert werden. Gut, also wir gehen in die dritte Runde. Therion gegen Blitz. Game 3. Yeti 12. Scary, was geht ab? Was machen wir hier? Oh, guck mal, Therion spielt aber auch echt smart, muss man sagen. Er denkt schon echt nach beim Spielen. Oh. Ja, auf jeden Fall. Guck mal hier, das noch wieder. Ist das wirklich eine Combo? Combo irgendwie. Das muss man bestimmt nur die ein, oder? Du kannst die ein, aber dann ist es auch so ein bisschen reaction-based. Also er kann dann eine Abwehr, Back-Air, Down-Air. Ist dann so ein bisschen, kommt drauf an, glaube ich. Prozente und Reaction. Oh, schöner Grab. Gefährlich. Oh. Ja, er macht die Abi so gefährlich, dass, dass er immer Air dodged, wenn er über ihm ist. Aber Skelly macht das trotzdem gut hier gerade, aber das ist die Abwehr und tot. Einfach tot. Die Abwehr ist insane. Auf jeden Fall. So Upsmash, Abwehr und der setzt ja auch richtig gut ein, also gerade den Upsmash. Das konvertet einfach, der Downsmash, der ist so schnell. Das war auch gegen Weißel ziemlich sick. Aber das haut ja auch richtig das Schild weg, gerade die Side-B. Ja, safe. Das kannst du auch safe danach nochmal machen. Das siehst du auch oft bei Byleth, dass es irgendwie so doppelt gemacht wird. Und ja. Boah, der Side-Tilt sogar schön. Ich dachte, da nochmal ein Tilt, der da rauskommt. Okay. Aber jetzt wieder Even Game. Oh, er hätte da gerne den Grab, den Jump gehabt, glaube ich. Oh. Schön abgewartet. Oh, da ist er nochmal durchgegangen. Oh. Oh, schön gewartet nochmal die Seite. Oh. Er will unbedingt diesen Down-End to F-Smash haben. Den hat er heute aber auch echt schon ein paar Mal gelandet, deswegen. Ja? Kannst du ruhig mal probieren. Okay, jetzt muss er aufpassen. Oh! Sehr schön, kein Tag von Therion. Ja, das ist gefährlich. Das ist der letzte Stock des Games für ihn. Ich glaube, genau deswegen hat Skelly das auch einmal abgebrochen. Schön, würde ich sagen, frame-trapped, aber doch irgendwie gecuttert dann mit der B noch. Und zack hat er den Lead, ne? So schnell geht's. Grab. Was machen wir draus? Okay. Schöne Back, ja. Okay. Oh mein Gott, ey. Das war sogar knapp. Mhm. Das hätte nicht gekillt. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt Smart F-Smash, ne? Der ist schon ein bisschen. Oh, und der Jumpery. Herr Dodge. Holy shit, das ist gefährlich! Oh, schöne High Recovery von Skirty! Und die Back, Oh mein Gott, das ist ein Krimi. Digga. Das ist ein Krimi. Oh, der hat die Roll geredet, aber ein bisschen zu früh. Und jetzt wieder ein Neutral Game hier. Oh! Was macht der? Der Air Dodge! Wer gewinnt das hier? Das ist so wichtiges Game. So ein wichtiges Game. No, und die Backer! Und nein, die und das war's, Digga!
Oh mein Gott. Super Klatsch hier gerade. Gewürzt, aber auch einfach gereadet von Tyrion, Digga. Uff. Boah, crazy. Was soll das? Ist eigentlich wieder ein gedropptes Game, muss man fast sagen. Ja, gerade eben ja, auch schon. Es war hart gespielt, also, ne? Es war einfach knapp. Ja. Das geht gerade auch schon im Lied, Digga. Mein Liebe. Ja, der mein muss jetzt nochmal richtig Patience zeigen, aber einfach die Byleth. Wir könnten Byleth im Winners Semis haben. Winners Finals. Einfach krank. Wie crazy wäre das? Link gegen Byleth? What? Aber auch Link gegen Marftee, was ist das für ein Legendary Matchup? Aber wir haben nur weirde Matchups in bei NEZ im Finale. Was heißt hier weird, aber halt so Crow spielt kaum noch Snake. Einer. Oh. Und wir gehen auf ja. Snake. Okay. Das könnte eine Choice sein. Naja, wir dürfen gespannt sein. Wir dürfen also sehr gespannt sein. Ich würde sagen, das kann er probieren, ja. Also es steht jetzt 2-1 für Tyrion. Mhm. Und falls ihr gerade am Zuschauen seid, dann gebt uns mal eine 1 im Chat, damit wir wissen, wir sprechen hier nicht zur Wand. Das wäre schön. Und es geht direkt los. Und ein Follow. Bitte. Ein Follow. Nächstes Mal auch wieder mit Overlay. Ja, wir haben hier gerade Skeddy vs. Tyrion am Start. Das ist Game Nummer 4. Nein, 3, ne? Game Nummer 4. Tyrion ja, stimmt. 2-0. 2-1. 2-1, ja. Ja. Oh, der Down Air ist super scary. Strong. Und Skeddy muss jetzt aufdrehen. Skeddy muss jetzt was machen hier. Wenn er noch gewinnen will, muss er was machen. Und da kommt schon wieder die Down Air. Er hat den Hammer in der Hand. Ah, das ist so scary, beide zu gut. Im Edge Guard noch. Ja, also mich würde interessieren, wie Skeddy jetzt hier den Kill bekommt. Er könnte es unsafe irgendwie machen mit dem F-Smash oder so. Oder er macht ihn jetzt halt ein bisschen. Oder ja, sowas, oder ja, Nikita. Alles klar, und schon wieder ist es fast. Daran so muss man auch denken. Hier, ne? In dem Set ist es die ganze Zeit ein Hin und Her. Mhm. Wirklich krass zu machen. Er ist so getradet, aber wie? Aber er ist gut da, also Tyrion ist echt gut da drin zu traden. Er hört nach dem Trade gar nicht auf. Er gibt immer noch einen drauf. Okay. Jetzt gerade ein bisschen Verschnaufpause für Skeddy. Kann hier gerade ein bisschen Damage machen mit. Hat er gerade Sticky? Nee. Ich glaube, das sah so aus, ne? Vielleicht abgefallen oder so. Vielleicht nicht rausgekommen oder so, aber. Ich hab da auch irgendwie. Oh mein Gott. Okay. Und das ist jetzt zum ersten Mal die Lead. Oh, okay. Für Skeddy. Die Nikita, die habe ich nicht gesehen, dass sie hittet. Aber Skeddy jetzt irgendwie. Oh, und das Schild, da müssen wir aufpassen. Okay. Aber Skeddy jetzt im Lead und er muss diesen Lead jetzt ausbauen. Oh. Okay. Da hat er den Read gehabt. Backup Punish vielleicht nicht optimal, aber. Er baut das hier aus, aber das ist der schlau, Upsmash. Schlau. Mhm. Das war kein guter Air Dodge da oben, auch gefährlich. Nee, es war echt kein guter Air Dodge. Na gut gewartet, aber. Lässt sich hier nicht readen, weißt du? Ja. Es ist sehr, sehr competitive gerade. Aber schon 100% halt drauf. Es ist immer noch einfach so scary auch, weißt du, ich meine? Ja. Aus einem Upbeat into irgendeine Aerial, wieder bei Byleth, dann hat er wieder 60% oder irgendwas. Es ist einfach immer noch so scary und der. Oh mein Gott! Nee, er kann ihn nicht killen. Er kann ihn vielleicht killen. Oh nein, okay. Ich habe ganz vergessen, dass er die Attacke überhaupt hat. Oh! Dicker, chill bitte. Oh Gott, sorry. Oh, meine Ohren. Ich habe ganz kurz jeden gekillt. Aber Junge, was? Oh nein, du hast bei vier Leuten jetzt die Ohren gekillt. Nee, ich glaube, bei denen kommt das nicht so schlimm an, tatsächlich. Das ist nur das, was wir bei uns hier okay, sind. Okay. Naja. Oh, kurz. Oh, Digga. Aber damn. Ey, was eine Daumi. Damn, das ist das 2-2. Da kann man doch nur schreien, Alter. Was ist das denn gewesen? Und das Ding ist, wir wissen, Tyrion hat mehr als einen Charakter. Ich würde sagen, so drei hat er im Pool, die er jetzt picken könnte. Ich glaube aber, er bleibt. Ich glaube, würde an seiner Stelle wahrscheinlich auch bleiben. Aber ich meine, Joker kann man machen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall fucking scary, Digga. Das ist Game 5 jetzt. Und wir haben hier even Matches die ganze Zeit. Es waren nur Last Dogs die ganze Zeit. Mhm. Okay, wir bleiben bei Byleth gegen Snake. Game 5 im Winners Final. 2-2 steht es jetzt hier. Und wir haben Karma. Die Musik ist auch geil. Crazy, dass sowas überhaupt in Smash drin ist. Skeddy jetzt natürlich im Vorteil im Sinne von Feeling jetzt, weil er gerade gewonnen hat. Mal gucken. Boah, aber schon wieder hier, siehst du? Aber schön die Eid. Stage ist halt die von Tyrion, da jetzt Game 3 gewonnen hat. Ist aber auch keine schlechte Stage für Snake, würde ich behaupten. Oh. Er hat dich nicht umgedreht. Das Schild ist immer noch low.
Schild ist immer noch low. Ja. Da muss er auf jeden Fall aufpassen. Also sobald das Schild einmal low ist, dann ist es nicht leicht, das Schild wieder zu bekommen, außer er kriegt ihn in Disadvantage State. Oh, what? Digga, das war schlechtes DI. Das muss schlechtes DI gewesen sein. Das war ein bisschen zu Bro-mäßig. Echt? Echt ein bisschen zu Bro. Oh. Oh. Oh, der baut sein Lied aus hier. Aber muss aufpassen, nicht overcommitten jetzt. Das ist so wichtig. Und raus aus der Range, schön wieder mit Stage gekommen. Mit der Dash Attack, die kann man auf jeden Fall mal machen. Eine der besten im Game, würde ich glauben. Oh, guck mal, extra geduckt. Er ist auf jeden Fall sehr aware. Ja, also, Tyrion macht das auch nach wie vor gut. Bleibt er unbedingt auch diesen Kill haben. Er will diesen Kill unbedingt haben. Aber er ist auch sehr patient, muss man dazu sagen. Er macht jetzt nicht irgendwie großartig Fehler. Oh, war patient! Oh! Das ist der, war das ein Side Smash? Das war ein F-Smash, ja. Das war schon smart. Das war auf jeden Fall gut. Gefährlich. Der Punish. Der Damage kommt halt immer schnell von Theron, ne? Kommt immer von einer auf die andere Sekunde. Schön converted hier, das macht Skeddy auch gut, ne? Mit der Bombe, mit der Granate und dann converten. Gegen den Ariel. Und dann. Oh, das springt doch! Ich kann's nicht. Ich glaub's nicht, dass er den nicht abgebrochen hat einfach. Und weißt du was? Theron hat das auch nicht geglaubt. Oh! Ey, hätte das gespiked, ne? Was ist das hier? Gibt's ja nochmal ein Comeback? Das ist die Frage jetzt gerade. Also gibt's ja noch ein Comeback? So einem Kill musst du jetzt als Theron auch wirklich einfach dein Mindset behalten, weißt du? Und einfach weiter patient bleiben. Dich nicht punishen dafür selber jetzt vom Mindset her, weißt du? Mhm. Weil das natürlich ein Geschenk das Lock gewesen wäre, so. Aber ey, wie schnell Snake auch wieder Prozente macht hier und. Skeddy baut das aus. Oh ja, okay. Ich meine super scared, aber okay. Ist da rausgekommen. Oh mein Gott. Oh ja, der Up-Smash. Okay. Das ist der Up-Smash. Da ist alles noch drin für Tyrion. Okay. Weißt du, gerade die Starter-Kombos von Bylift sind heavy. Ja, ja. Oh mein Gott, das ist so. Oh mein Gott, das ist so scary. Hey, oh oh. Kann ich ihn sehen. Er hätte ihn halt echt gerne in die Down Air gerade bekommen, ne? Also seien wir ehrlich, der wollte ihn da unbedingt spiken. Ah, Skelly muss jetzt ruhig bleiben, ruhig bleiben. Skellys Vorteil ist halt, er kann traden. Er kann sich erlauben. Oh, schön, kommt die Side B, da kommt die Side B. Up Smash ist auch draußen. Oh, nochmal die Side B. Off-Stage-Situation, es ist gefährlich. Oh, oh mein Gott, was? Oh, oh, oh. Oh, okay. Der Update. Oh, oh, der Update. Oh. Oh. Er holt's mit dem Update. Was für ein insane Set und ich schwör's, ich kann dich versichern, ich bin mehr am Zittern als einer von den beiden. Junge, was war das für ein...